Ein wunderschöner Tag, wo hier Buchser Einflussklässler und Erstklässler verwünscht haben. Am Buchser Malbun ein eigentlicher Keimtipp. Da kann man eben Skifahren, Schlitteln, aber auch wandern, wie der Edi. Jetzt schauen wir, ob den Tag herum sind. Jetzt schauen wir das geile Köpfchen dort. Hier immer zuerst mit dem Feldstecher schauen, wie die Verhältnisse sind. Edi, wohin gehst du? Ja, wir machen jetzt ein freies, ein lockeres, offenes Türchen. Geheimtürli. Der Edi gibt natürlich schon nicht immer alles preis, weißt du? Hey, was machst du, Edi? Fliegende Schwamm? Kichelberge Pirouette! Sind das Vorübungen, die man mit dir machen muss? Einen schönen Tag, hä? Ja, und dann ist er abgegangen, der Edi natürlich. Eben. Und hinten auch sind Begleiter. Und dann habe ich gleich erfahren, wo es hergeht. Es ist schön, wo du rausfahren, wo du Obersees. Und an dem Halden, auf der kennst du es aus dir. Ja, du bist so ein liebes Bärchen. Ja, ja. Du kannst herrücken und verlieren. Hat also für jeden etwas. Die Rede geht zu flanieren oder was auch immer. Aber eben, die anderen, die Schülerinnen und die Schüler, die sind Schlitteln und Skifahren. Die anderen haben Türchen gemacht. Das alles bei wirklich wunderschönster Aussicht. Da sieht man, aber bis im Bodensee, ins Vorarlberg raus, Liechtenstein und so weiter. Also, was will man noch mehr? Du schaust dir alle ein bisschen, hä? Ja, ich muss immer schauen, dass wer kommt und dass er richtig abgebügelt wird. Ja. Und dann, wenn etwas passiert, was machst du? Sofort den Notausknopf drücken. Ah, der ist gerade bei dir in der Nähe? Der ist immer gerade im Griff nahe, dass man sofort reagieren kann. Ja. Aha, darum stehst du dort, gell? Genau. Thank you.
einen wunderbaren Tag hier am Buchsen Malbu. Erste Klasse, Einflussklasse von Buchs ist hier. Die können hier gratis raufkommen, gell? Ja, das ist der sogenannte Gratis-Eintag, den wir allen Buchser Schülern offerieren. Das ist trotz Mai, wo das offeriert. Letztes Jahr haben wir leider im Folge Schneemangel noch zwei durchführen. Und heuer haben wir heute bereits den zweiten Termin, der klappt. Wir hoffen, der Rest klappt auch. Wunderbare Verhältnisse, aber gell, auf dem Schnee her. Wir haben ja auch Pistenfahrzeuge natürlich. Ja, also super. Man muss auch sagen, heute die Piste wieder ein Traum glatt. So, also man muss auch denen ein Kompliment machen. Die Piste ist hervorragend. Und zum Glück haben wir uns sehr schön Schnee. Und dank unserem neuen Pistenfahrzeug, das zwar auch schon ein bisschen älter ist, kommen wir relativ früh anfangen mit Pisten. Und ich muss sagen, super die Piste. Wie ist das von der Ortsgemeinde her, was denkt? Also warum macht das die Ortsgemeinde? Das ist eigentlich noch ein rechter Rappen, den ihr heute habt. Ja, ist finanziell doch noch ein rechter Aufwand, weil wir offerieren Busfahrt, das Mittagessen, Skilift, wird alles von der Ortsgemeinde offeriert. Aber wir haben einfach gewählt, dass vor allem die Schüler, vor allem die jüngere Schüler am Buchsenberg einfahren gehen und nicht weiss ich sonst wohin, damit sie unseren Heimberg kennenlernen. Und die Piste hier ist wirklich gut präpariert, aber es ist zum Teil für die Kleinen auch anspruchsvoll. Also, man bringt für jeden etwas, von vorne rein, hinten rein. Also, es ist interessant. Also, zum Fahren ist hervorragend. Und wir haben es heute gesehen, gestern gesehen. Die Schüler, die sind begeistert um die Fahren und Machen. Und die nicht Ski fahren, die dann schlitteln und die haben den Applaus. Also, ich muss sagen, es ist jedes Mal ein Erlebnis. Und die Schüler, die freuen sich so und sind sehr dankbar. Jetzt könnte man aber auch privat schauen. Man könnte sich ein Saisonabo lösen, gell? Ja, man kann auch privat, selbstverständlich. Vor allem, unser Skilift läuft immer Samstag, Sonntag, Mittwoch, Nachmittag. Dann natürlich zwischen Weihnacht und Neujahr plus Schulferien ist er in Betrieb. Und die Zeit fahren Bus, also die offiziellen Bus, die auffahren. Und Abo kann man lösen. Das ist 120 Franken fürs Winterabo. Da gibt es 60 Franken Gutschein fürs Berghaus, also netto ist es 60 Franken. Also unglaublich eigentlich. Und ich will, apropos Schnee, sicher, es hat nicht immer Schnee, aber es hat doch gleich meistens Schnee, muss man jetzt ehrlich sein. Ja, also ich muss jetzt sagen, wir haben das letzte Jahr, die letzten 10 Jahre, das schlechteste Jahr gehabt mit dem Schnee. Wir haben noch 7 Tage den Skilift laufen lassen. Sonst haben wir immer so 70-80%. Und wir hoffen noch höher, dass uns der Schnee noch relativ lange erhalten bleibt. So, und dass wir diese Saison auch relativ gut abschliessen können. Jetzt hat es ja richtig dicke und vor allem kein Kunstschnee. Nein, wir haben gar keinen Kunstschnee. Es ist alles natürlicher Schnee. Und wir haben doch jetzt eine schöne Dicke. Und solange die Temperaturen immer noch im Minusbereich sind, wird es auch kein Problem geben. Jetzt, wenn jemand sagt, ja, es ist ein bisschen kurvig, ist ein bisschen weit hier, auf die 1200 Meter reinfahren. Es gibt ja Postauto. Richtig, wir haben einen Busbetrieb, vor allem am Wochenende fährt er offiziell. In der Sportferie fährt er auch offiziell. Dann kann man mit dem Bus reinfahren, mit dem Bus einfahren. Und das ist sehr günstig. Es ist Busfahrt, Retour ist 7 Franken, mit dem Halbtags ist es 5 Franken. Also doch recht. Einerseits Werbung für die Ortsgemeinde, aber eben, die Werbung nützt der Ortsgemeinde ja eigentlich nichts. Die haben gleich viel davon. Und gleich haben wir auch 20'000 Franken eigentlich ohne Lift hier in die Hand im Jahr, nur für die Schulklasse. Ja, ja, nur für das. Also, uns kostet natürlich die ganze Anlage, Skilift, der Unterhalt, das Personal, Busbetrieb, Berghaus, kostet uns natürlich alle Jahre einen Haufen, aber es ist etwas, wo wir für Bürger gerne offerieren. Und ich meine, es ist ein schönes Gebiet und wie wir sehen, der Zulauf ist enorm. Wenn wir sehen, die Wochenende, wie viele Leute das hat, das ist gewaltig. Das einzige Problem, das wir haben, ist einfach Parkplatz. Wir haben nur die Parkplatz, die wir haben und mehr kann man nicht machen. Und den Rest möglichst viel schauen, also mit dem Bus fahren. Und von daher kann man auch türeln und natürlich immer auch geniessen, essen im Berghaus und sogar noch übernachten. Natürlich, auch das Berghaus ist natürlich zum Essen sehr gut und auch zum Übernachten ist auch vor allem im Sommer sehr gut angelaufen. Und jetzt am Wochenende aus Berghaus ist es mehr als voll, also die müssen ran. Aber ich glaube, langsam haben sie das Ei im Griff. Es ist manchmal nicht einfach, wenn so viele Leute, vor allem wenn alle aufs Mal kommen. Es ist eine rechte Herausforderung.
Und eben Türen kann man auch von hier nicht. Ganz ja, verschiedene Touren. Also Touren hat es natürlich hier enorm viel. Vor allem ist eben das morgen früh, wo wir viele Touren haben, wo dann uns schon den grössten Teil vom Parkplatz wegnehmen. Also wenn wir für die Skifahren fast keine oder zu wenig Parkplätze haben. So, ich glaube, wenn wir durchschauen, jetzt sind es dann langsam zwei Tage, oder nehme ich an? Ja, jetzt ist es dann bald so weit, dass 12 Uhr, 12 Uhr gibt es Mittagessen. Skilift haben wir bis am Eis einstellen. Dann ist es Zeit zum Mittagessen und dann am Nachmittag geht es weiter. Jetzt hast du Erstklässler, Einführungsklässler gehabt. Die haben es doch eben gut gemacht, gell? Ja, super, die haben alle mega Freude. Wir natürlich auch. Das sind schon richtige Skiprofi. Das werden mal alle, so kleine Marco Odermatt. Und die geniessen den Tag und wir auch mit ihnen zusammen. Ist natürlich schon cool, weil du kannst eine ganze Piste bei besten Bedingungen für dich alleine haben. Jetzt ist gerade Mittagspause, wir haben es gesehen, oder? Der Skilift ist jetzt abgestellt, ein Stündchen hast du jetzt Pause und dann geht es wieder ran. Du bist da ein bisschen angefressen, oder muss man fast sein, gell? Ja, genau. Es muss einfach Spass machen. Wenn die Leute Spass haben, dann haben wir auch Spass. Jetzt gehen wir dann miteinander zu Mittagessen bis am Eis und am Nachmittag können sie noch mal gut ein Stündchen oder eineinhalb fahren und dann haben sie sicher einen tollen Tag dürfen geniessen. Auf was kommt es eigentlich darauf an? Weißt du, beim Anbügeln gibt es da noch einen Trick? Ja, es gibt schon noch ganz einen Haufen wichtige Sachen. Die Kinder müssen mit dem Ski immer ganz hinter das Holzbrett kommen. Wenn sie das nicht machen, musst du in den Schnee hineinlaufen. Und wenn es dumm geht, fliegst du mit dem Kind vorne raus. Und dann sollen sie auch die Stöcke in der linken oder in der rechten Hand nehmen, damit, wenn du sie anbügelst, damit der Stock nicht gerade im Auge hast. Und jetzt musst du ratzfatz ab und die oben in den Brunnen holen. He? Jawohl, jetzt gerade in den Brunnen holen. Ich höre schon, sein Magen knurrt schon bis hier runter. Also muss ich jetzt Gas geben und dann gehen wir essen. Ich wünsche euch allen einen guten Dankeschön. Ja, was soll ich dir jetzt da nehmen? Es sind die Flammkuchen, im Klassiker panierte Schnitzel, Bulle im Körbli, Cordon Bleu, angebraten mit Beilagen oder Salat, Perigussalat, Wurstsalat, Gapunz, Suppe, Gerstensuppe. Und jetzt, was nimmst du? Ja, das ist jetzt das Problem. Ich muss erst noch studieren, sehr wahrscheinlich von hier oben an, probieren mal alles durch.